Ist das Licht eigentlich überhaupt richtig? Eigentlich habe ich gar keinen. Aber irgendwie muss ich ja ein Video machen und irgendwie komme ich verdammt nochmal. Ich habe mich ja entschieden, jetzt ist es wieder zu dunkel. Instagram nach. Eigentlich muss ich mich auch echt beeilen. Alter, ich muss auch noch was essen. Oft kreisen die Gedanken einfach nur ständig im Kopf, wie in einem Loop. Die ganze Zeit immer wieder und wir kommen einfach zu nichts. Die Gedanken plagen uns und kommen immer und immer wieder und immer wieder auch die gleichen Gedanken, aber wir kommen trotzdem irgendwie zu keiner Lösung. Egal was es ist, sei es so Fragen wie: Bin ich gut genug? Bin ich es wert? Kann ich das überhaupt? Was könnte passieren, wenn ich das jetzt mache? Was kann alles schief gehen? Wie könnte sich mein Leben verändern? Negativ, meistens negativ, wir denken viel zu oft negativ. Ist heute der richtige Tag, um das überhaupt zu machen? Fühle ich mich heute überhaupt danach oder ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn ich das auf morgen verschiebe? Ist das jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Ja. Ich denke, jeder von euch kennt das, wenn einem die Gedanken die ganze Zeit kreisen und ihr kommt einfach zu keinem Ergebnis. Ihr kommt nicht weiter, ihr kommt nicht vor und zurück, ihr tretet einfach nur auf der Stelle. Was ich herausgefunden habe, wie man das Ganze durchbrechen kann, das erzähle ich euch jetzt. Es gibt eigentlich nur einen einzigen Punkt, wie man das Ganze durchbrechen kann. Und dieser Punkt ist Bewegung. Und damit meine ich nicht körperliche Bewegung. Klar, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, ein bisschen spazieren zu gehen oder etwas rauszugehen, in die Natur zu gehen und irgendwie einen klaren Kopf zu bekommen. Aber was ich damit meine, ist einfach anfangen. Sobald du in die Bewegung kommst und sobald du etwas unternimmst, unterbrichst du automatisch das Gedankenkarussell und du musst nicht mehr ständig alles überdenken. Es ist immer besser, einfach zu versuchen und einfach zu machen, statt dich die ganze Zeit zu plagen, was könnte passieren. Du kommst viel, viel weiter, wenn du es einfach ausprobierst und einfach guckst, ob es für dich funktioniert oder halt eben nicht. Und selbst wenn es einfach nicht funktioniert, dann ist das eben so und dann weißt du das nächste Mal, okay, das Ganze funktioniert nicht so gut, ich werde es nicht wieder probieren. Aber wenn du dich immer nur mit den Gedanken beschäftigst, wie du perfekt anfangen kannst mit irgendwas, sei es dieses Video zu drehen, sei es das Training zu starten, sei es eine Diät anzufangen, sei es eine Beziehung zu beginnen. Komplett egal was. Du musst es einfach versuchen, du musst es einfach machen, weil sonst wirst du es niemals herausfinden. Wenn du ewig nur überlegst und dir einen Plan zurechtlegst, aber diesen Plan niemals anfängst, dann wirst du einfach ewig auf der gleichen Stelle bleiben. Wenn du also einfach anfängst zu machen, dann stoppt das Überdenken ganz automatisch, von jetzt auf gleich. Denn wenn du erstmal in die Handlung kommst, bist du damit beschäftigt, was gerade vor dir ist und was du gerade machst. Und wenn du einfach nur sitzt und denkst, dann kommst du nicht weiter. Also mein Tipp, den ich dir geben kann, um das Überdenken zu stoppen, ist mehr tun als denken. Und dementsprechend einfach machen. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonniert diesen Kanal für weitere Videos. Bis dahin, ciao.